Karibikküste stand noch einmal Beachlife auf dem Programm. Dafür fuhren wir von La Pavona bei Tortuguero aus kommend rund 3,5 Stunden nach Süden. Unterwegs sahen wir dann direkt neben der Straße eine Faultiermutter mit ihrem Jungen. Das bestätigt einmal mehr, dass es sich in Costa Rica immer lohnt, unterwegs die Augen aufzuhalten. Unser Ziel war die Atlantida Lodge im kleinen, beschaulichen Ort Cahuita. Zwar war der Strand direkt vor dem Hotel, wie der Name Playa Negra auch schon verrät, alles andere als ein strahlend weißer Karibikstrand, doch ließ es sich hier wirklich gut aushalten. Auch gibt es im Ort genügend Restaurants, Bars und Cafés, die karibisches Flair versprühen. Zudem liegt in Cahuita einer der Eingänge zum gleichnamigen Nationalpark. Hier grenzt der tropische Regenwald direkt an die Karibikküste mit wirklich traumhaften weißen Stränden. Wer in den Park will, muss aber beachten, dass nichts mitgenommen werden darf, was in Plastik verpackt ist. Okay, hello, good morning, welcome to Cahuita National Park. The HAPA program is zero plastic, the plastic not allowed, only bottled water. Remember, if you visit National Park and all Costa Rica, do introduction plastic bags in the park, please. Der Park ist für seinen Artenreichtum bekannt. Doch wenn die Affen und Waschbären anfangs auch wirklich faszinierend sind, so werden sie, sobald man seine Sachen am Strand ablegt, um ins Wasser zu gehen, doch recht schnell zu einer wirklichen Plage. Sie haben seit ewigen Zeiten gelernt, dass es in den Taschen und Rucksäcken der Gäste regelmäßig etwas Leckeres zu stibitzen gibt. Und Angst vor Menschen haben sie auch nicht. Bien Schwänzchen, ne? Zwei. Der Ort Puerto Viejo liegt ein Stück weiter im Süden und ist schon deutlich größer und auch schicker als das kleine Cahuita. Hier verbrachte ich eine etwas längere Mittagspause und kann mal wieder eine tolle Bäckerei empfehlen.
In der De Gustibus Bakery gibt es nicht nur Süßes, sondern auch Herzhaftes wie Pizza. Meine war mit Lachs, Rucola und jeder Menge Käse belegt. So war mein Lunch ein recht üppiges Vergnügen, aber jede Sünde wert. Noch weiter im Süden liegt der Manzanillo-Nationalpark kurz vor der Grenze nach Panama. Der Eintritt funktioniert, genau wie im Cahuita-Nationalpark, auf Spendenbasis. Und auch hier gibt es Tiere und tolle Natur zu entdecken. Wir sind zu klein, wird ein bisschen mit der Zange, ja. Eine Noni-Frucht, die auch ziemlich gesund sein soll. Wirklich interessant war der Abstecher zu den Bribri-Indianern, der mit einer Kakaotour verbunden war. Natürlich ist so eine Tour zeitlich stark begrenzt, aber man erhält schon einen Eindruck vom Wissen der Bribri um die Natur und die vielen Einsatzmöglichkeiten der Pflanzen. Wir kleben zusammen. Ah! Kleber, ja. Ja. Wir sind die Straßenkleber in Berlin. Tatsächlich. Ja. Ja. And this is known as apple banana. Bienvenida en Costa Rica. Que venga mucha más. Im nächsten Video nehme ich euch dann mit auf meine Streifzüge durch San José.